Das Cottbusser Tor, von den Berlinern liebevoll Cotti genannt. Er ist bunt, laut und vor allem gefährlich. Seit Jahren ist hier Brennpunkt. Drogen, Dealer und Gewalt bestimmen den Alltag. Wir begleiten einen Tag lang Beamte der neuen Cotti-Wache auf Streife. Ein Knochenjob. Denn die Stimmung kippt hier oft binnen Sekunden. Diesmal reicht eine Festnahme, gegen die sich ein Mann mit Händen und Füßen wehrt. Passanten bleiben stehen, filmen und einige solidarisieren sich mit dem Mann in Handschellen. Eine Rolle spielt dabei auch die Hautfarbe des Festgenommenen. Die Polizisten müssen einiges an Kraft aufwenden. Den Einsatz überblickt heute auch Chef der Cotti-Wache, Steffen Bonin. Am Verhalten seiner Beamten hat er nichts zu beanstanden. Er ist polizeibekannt, mit dem haben wir hier fast täglich zu tun. Festgenommen worden nach einer Straftat. Ich kann jetzt von hier aus nicht direkt sagen, welche Straftat das direkt war. Das werden wir gleich feststellen können. Aber jetzt gilt es erstmal, denjenigen dann auch von hier wegzukriegen zur weiteren Überprüfung, um die komplette Situation hier auch zu entschärfen. Nur mit viel Mühe können die Polizisten den 24-Jährigen schließlich ins Polizeiauto bringen. Der aufgebrachte Augenzeuge will das allerdings weiter nicht hinnehmen. Wieso kannst du mir das hier nicht sagen? Bleiben Sie doch mal, kommen Sie doch mal runter. Ich komme nicht davon runter. Hast du gerade gesehen, was deine Gang gemacht hat? Sein Vorwurf, rassistische Polizeigewalt. Ich werde öfters von dieser Station, von hier kontrolliert, nur weil ich barfuß bin, weil ich schwarz bin. Denken die direkt, ich bin ein Mensch, der keine Papiere hat und nichts hier zu suchen hat. Das ist ihre Masche, Kriminalisierung, durchgucken Menschen, die nicht so aussehen wie ihr. Anschuldigungen, die sich die Polizei immer wieder anhören muss. Besonders hier am Cottbusser Tor. Hallo, ja. Naja, im Grunde genommen ging es um das Thema Racial Profiling. Ja, das war sein Thema, was er zum Anlass nahm, mich dahingehend anzusprechen. Das war das, was er dort vermutete, dass die Kollegen sich nur aufgrund der seiner Hautfarbe dort gegen die Person wandten. Dem war natürlich nicht so. Ja, dem zuvor ergingen Straftaten, die die Person begann. Und nur alleine die Feststellung der Personalien im Grunde genommen wäre die Sache dann auch erledigt gewesen. Aber da die Person sich gegen jegliche Maßnahmen der Polizei zur Wehr setzte, kam es, wie halt kam. Die Person wurde dann auch festgenommen, wurde gesichert und ist jetzt erstmal weggebracht zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts. Wir versuchen immer, alles an dem Situativen, an der Macht des Situativen festzumachen und nicht an der Persönlichkeit des Individuums. Das spielt bei uns überhaupt gar keine Rolle. Wir haben selber 16 Mitarbeitende, die Migrationshintergrund haben. Wir sind dahingehend alle geschult, alle miteinander. Und diesen Vorwurf, den werden wir uns zwar immer wieder stellen müssen, spielt bei uns aber eigentlich nur eine Unterjochung. Die Cotti-Wache, von Anfang an ein umstrittenes Projekt. Die Meinungen der Kiezbewohner gehen bis heute weit auseinander, von Rettung bis Bedrohung. Für große Teile der linksalternativen Szene ist die Sache von Anfang an klar. Sie sind dagegen und machen mobil. Mitte Februar, feierliche Schlüsselübergabe im ersten Stock der Adalbertstraße Nummer 3. Drinnen spricht Berlins Innensenatorin, draußen wird gegen die Einrichtung und Polizei angebrüllt. Besonders befremdlich, nur unter massivem Polizeischutz konnte die Wache überhaupt eröffnet werden. Deshalb verwundert es vielleicht auch nicht, dass zunächst angeblich nur wenige Polizisten freiwillig hier Dienst tun wollen. Fast ein halbes Jahr später ist Routine in dem herausfordernden Umfeld eingekehrt. Die Wache ist nun rund um die Uhr geöffnet und pro Schicht mit 4 Beamten besetzt. Die anderen der insgesamt 43 Mitarbeiter sind im Kiez unterwegs, als Präsenzstreife. Und die Beamten sind gefragt. 3000 Menschen haben in den vergangenen Monaten an der Sicherheitstür geklingelt und um Hilfe gebeten. Mehr als 700 Strafanzeigen wurden gestellt. Auf Platz 1, wenig verwunderlich, Drogendelikte. Gleich gefolgt von Gewaltdelikten. Allerdings seien diese rückläufig. Ein erster kleiner Erfolg der Wache? Polizeibeamte wie Philipp Ballentin jedenfalls zeigen vollen Einsatz, um das berühmt-berüchtigte Pflaster ein wenig sicherer zu machen.
Dazu gehört auch Undercover-Arbeit. Unten vor der Wache kommt ein Funkspruch herein. Philipp Ballentin übernimmt. Ein Kollege in Zivil hat eine Drogenübergabe beobachtet. Zugriff. Die Beamten durchsuchen die Männer. Einer von ihnen hat von einem Dealer Pillen gekauft. Und die Tabletten und das Kokain, wo kommt das her? Nein, Kokain, nein. Tabletten Subutex? Subutex, nein. Haben Sie das hier gekauft am Korpuser Tor? Korpuser Tor, ja. Korpuser Tor, U-Bahn. Ja. Der Käufer ist da, aber einer fehlt, der Dealer. Beschreibung zu dem Händler. Circa 1,75 groß, schwarzes Basecap, schwarze Westenjacke und grüne, dunkelgrüne Ärmel. 5 Minuten später fasst die Polizei auch den mutmaßlichen Drogendealer. Keine 300 Meter entfernt sitzt der Gesuchte. Die Handschellen klicken und der Mann lässt sich widerstandslos mit auf die Wache nehmen. Für die Berliner Polizei ist das Gebiet rund um das Kottbusser Tor einer von 7 schwer kriminalitätsbelasteten Orten, wie es im Beamtendeutsch heißt. Bedeutet konkret, hier kann theoretisch jeder jederzeit anlasslos kontrolliert werden. Ja, der Kotti hat seit Jahrzehnten eine sehr, sehr große und offene Drogenszene. Und mit diesen Menschen muss man halt tagtäglich umgehen. Also es sind ganz viele, ganz krasse Schicksale, die da irgendwie mit reinspielen. Hinter jedem Menschen, der hier am Kotti steht, beziehungsweise der hier seinen Tag verbringt, steht irgendwo eine Geschichte, ein persönliches Schicksal. Man darf das definitiv nicht zu nah an sich ranlassen. Also es bleibt Dienst und ja. Schicksale, Gewalt und Drogen. Doch der Szene-Kiez ist auch Zuhause für viele Familien. Vom Wohnzimmerfenster aus filmen Anwohner hier die Drogenabhängigen vor ihrer Haustür, die zudem mit einem Messer bewaffnet sind. Das ist Alltag hier, aber auch ein buntes Miteinander, so erzählen Kotti-Bewohner, gehört dazu. Er kennt das Mit- und Gegeneinander am Platz genau. Erkan Yasorolo ist bestens vernetzt und tief verwurzelt. Und neuerdings auch direkter Nachbar der Polizei. 2009 hat er das Café Kotti eröffnet. Hier kommen Menschen aus aller Nationen und Kulturen zusammen. Die 9 Uniformierten nebenan lösen in ihm widersprüchliche Gefühle aus. Ich bin, wenn ich Geschäftsmann denken würde, würde ich sagen, ich bin unglücklich. Aber wenn ich jetzt als dieser Raum Aktivist sagen würde, ich bin glücklich, dass der Polizeiwache da ist, dass er in dem Raum wirklich erst einmal Sicherheitsgefühl gegeben hat. Ein ungutes Gefühl hat der Kaffeebesitzer allerdings beim einzigen Weg hoch zur Wache. Gäste, Anwohner, Polizisten und oftmals pöbelnde Verbrecher müssen sich die schmale Treppe teilen. Für niemanden eine gute Situation, deshalb sucht er Kontakt zum Chef nebenan. Gemacht werden muss, dass es andere Treppe kommt oder breite Treppe kommt. Und dass die Beamten, dass wir kennenlernen als Nachbar, sozusagen diese aktiven Beamten, müssen noch mehr soziale Kompetenzen zeigen. Sich anfreunden und durchgreifen. Beides müssen die Zugezogenen in Uniform leisten. Das schwöre ich bei meinem Mund. Jetzt ruhig dich mal, Mann. Das war ein Arschloch, was soll das? Auch wenn sie dabei regelmäßig bepöbelt und beleidigt werden. Traumjob Kotti-Polizist wohl eher nicht. Die Gewerkschaft der Polizei sieht die Kotti-Wache nach wie vor skeptisch. Zunächst mal glaube ich, es ist ein bisschen früh, um hier wirklich eine Bilanz zu ziehen. Es ist ein politisches Prestigeobjekt, was nach wie vor auch hier besteht. Es gibt sicherlich immer noch Leute, die Kotti-Wache nicht toll finden. Ja, wir haben als Gewerkschaft auf ein paar Dinge hingewiesen, die für unsere Kolleginnen und Kollegen wichtig sind. Da reden wir über Dienstzeiten, da reden wir auch über Bezahlung und dass ein bisschen die Begleitumstände auch stimmen. Wir haben damals gesagt, die Kotti-Wache allein wird jetzt nicht die Kriminalität hier bekämpfen. Und selbst nach 5 Monaten können wir sagen, das ist auch momentan hier nicht passiert. Wir haben immer noch Kriminalität am Kotti. Wir hatten vor ein paar Tagen eine Messerstecherei. Wir haben immer wieder Taschendiebstähle. Aber man kriegt, glaube ich, jetzt auch schon deutlich mit, dass die Kotti-Wache allein hier vielleicht ein Baustein sein kann, aber die ganzen sozialen Probleme, die wir am Kotti haben, nicht in den Griff bekommen kann.
Schnell zugreifen können die Beamten am Kotti allerdings. Und dabei werden sie genauestens beobachtet, wie der Fall des 24-jährigen Schwarzen zeigt. Die Szenen schlagen seither auch im Netz hohe Wellen. Alles verhältnismäßig, erklärt dazu die Polizei. Der Mann habe kurz zuvor ein Pärchen beleidigt und versucht, sie mit zwei abgebrochenen Glasflaschen zu attackieren. Die Ermittlungen dauern an. Der mutmaßliche Angreifer ist wieder auf freiem Fuß.